Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Sims 3 und ja, es geht gerade alles ein bisschen drunter und drüber. Wir haben hier Montagabend, die Cindy ist auch noch da, die regt sich die ganze Zeit darüber auf, dass der Fernseher kaputt ist. Genauso wie der Gustav gerade, aber irgendwie, was soll das denn? Bekommen wir jetzt Blumen von der Cindy? Irgendwie hat die doch nicht so den Kevin im Ziel. Eieiei. So, und wenn du das jetzt endlich nicht mal reparierst, dann darfst du den Klempner bezahlen. Ach, der Tisch ist im Weg. Aber die kommen doch sonst da immer hin. Ach, guck mal, hier kommst du hin, ne? Aber wenn ich da reparieren klicke, dann geht's auf einmal nicht. Du bist so bescheuert, dann stelle ich halt den Tisch für dich um, du Pfeife. So, und wenn du da gleich nochmal drüber meckerst, dann lernst du mich aber kennen. So, reparieren. Ach, guck mal, zum Reparieren. Ja. So, das hört sich ja auch... Also irgendwie passt das zwischen denen nicht so, ne? Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Was? Und was für sie jetzt? Ach, lustige Geschichten. Ja, ich glaube, der Michael, den stecken wir lieber mal ins Bett. Im Bett von Chantal schlafen. Ist das jetzt schon ihrs? Bettbesitzverhältnisse zurücksetzen. Einstellen. Michael. Schlafen. So, dann haben wir das schon mal. So, Kevin und die Cindy, die können hier nochmal so ein bisschen... Ach komm, küssen. Oh, ich muss jetzt wirklich los. Bis bald. Okay, schade. Dann gibt's halt kein Küsschen mehr. Gut, so. Universität, nein. Soziale Gruppen, nein. So, dann kann der Kevin eigentlich auch mal ins Bett gehen. Erstmal wird nochmal hier die gute Hand beschnüffelt. Und die Cindy hat irgendwie den ganzen Tag geschlafen, ne? Ja, dann gehen wir auch mal ins Bett und dann gucken wir eben nochmal ganz kurz hier, haben wir hier irgendwelche Bedürfnisse bzw. ein Objekt kaufen, Trockner. Nö, das ist teuer, können wir uns nicht leisten. Mit Liane anfreunden, ach das, die Geschichte war das, richtig. Ah, das werden wir nochmal versuchen. Und etwas im Wert von mindestens 100 zu kaufen. Ja, das... Ich meine, der Gustav, der ist ja eigentlich ganz gut. Kaufen wir dem doch mal was. Zählt das eigentlich, wenn ich irgendwas kaufe, dass der das dann bekommt? Oder muss ich das irgendwie im Geschäft kaufen, wenn der das als Ziel hat? Für den Wunsch? Ja. Kannst du auch da kaufen, es muss nur über 100 sein. Okay. So, was können wir denn noch? Ich meine, das kann ja auch für die ganze Gruppe sein. Wie wär's, wenn wir eine Spielekonsole kaufen? Ich glaube, das hatte sich der Kevin ja auch gewünscht. So, dann gucken wir mal. Spielekonsole. Das nach Funktionen. Geräte. Kleine Geräte. Nein, hier nicht. Verschiedenes. Alle? Ah, okay. Computer, Audio, Verschiedenes. Ach, die hier? Oh je. Die ist ja teurer als die PS4. Oder als die PS3, als sie rauskam. Echt, so teuer sind die. Boah, na gut, wir haben dann noch 30 Simoleons über. Reicht ja dicke. Und wo stellt man die hin? Aber wir brauchen erstmal... Okay. Ja, das war mal teuer. Aber ich hoffe mal, wir bekommen jetzt gleich zwei Sachen. So, bei ihm auf jeden Fall. Und ich denke mal, bei Kevin müsste der Wunsch jetzt auch erfüllt sein. So ist es. Gut, dafür hat es sich dann schon mal gelohnt.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir die mal alle pennen und dann spulen wir mal kurz vor. So, bis der Erste wieder wach ist. Und dass die Chantal mit dem Kevin noch in einem Bett schläft. So, habt ihr es bald? Der Erste muss doch mal wach werden. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier den Michael Energie, ja, der muss jetzt mal hier zusehen, dass er wach wird. Der hätte jetzt sowieso noch ein Viertelstündchen geschlafen. So, Schwarzlicht ausschalten, ist ja schrecklich. So, und dann kann der nämlich mal was futtern. Das haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen. So, Weintraubenpfannkuchen, Snack essen, ein Joghurt, Nickerchen machen. Hör auf mit dem Blödsinn. Hol dir was zu futtern und dann geht's gleich zur Arbeit in 50 Minuten. So, dann können wir mal ganz kurz gucken. Der Gustav, der kann dann auch mal wach werden. Der kann sich dann auch mal was zu essen machen. Frühstück essen, Waffeln und Snack essen, Müsli. So, die beiden anderen ist ja egal. Ach, guck mal, der Fernseher ist immer noch am Qualm, also... Ja, Handrang. So, etwas verbessern. Ja, das Upgrade ist noch nicht fertig. Irgendwie ist der Michael, haben wir da doch immer sehr wenig Zeit. Also morgens sowieso nicht. Ach, guck mal, das reicht sogar schon. Den kann der eben noch mal ganz kurz auf Toilette. Und dann kommt auch schon gleich die Fahrgemeinschaft. So, wer weiß, vielleicht können wir hier auch zwischendurch nochmal ganz kurz den Fernseher reparieren. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber noch haben wir ja ein bisschen Zeit. So, Gustav müssen wir auch gerade mal schauen. Oh, der ist noch am Kochen oder was? Zubereiten. Okay, dann müssen wir kurz warten. Dann kannst du schon mal zwischendurch auf Toilette gehen. Ist eh verbrannt. Na, super. So, ja, geht gleich los. So, der Fernseher wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen. Ja, nee, das wird nichts werden von der Zeit. Nicht, dass die gleich abhauen. Nee. So, komm, sieh zu, dass du zur Arbeit kommst. Kannst du heute Abend weitermachen. Ach, komm, die paar Minuten vielleicht noch. Ja. Das muss reichen. Super. So, und jetzt weg. Schnell. So, hart arbeiten. Wunderbar. Gustav, du kannst dann auch mal, wenn du jetzt weg bist... Hat das nicht geschafft, was zu essen, der Idiot. So, da können wir nochmal bei Chef einschleimen. Und so, Chantal, dein Tagesablauf ist dann folgender. Aufräumen, napfüllen, ja, den Fernsehtisch. Ich weiß gar nicht, brauchen wir den eigentlich? Der steht sonst nur im Weg. Ich würde das mal so machen. Wir gehen mal eben ganz kurz in den Kaufmodus. Und das Telefon, das stellen wir dann einfach mal hier neben den Computer. Oh je. Bisschen eleganter vielleicht irgendwo hinstellen. Ist egal. Bleibt's halt da stehen. Und der Tisch, der kommt dann einfach mal weg. Gut. So, gibt's noch irgendwas zum Aufräumen? Okay, hier ist alles sauber. So, dann können wir... Nein. Nein.
Dann können wir hier einmal ganz kurz das Bett machen. Genauso wie hier. Und... dann, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Kevin nach Hause einladen. Aber das können wir auch direkt machen, wenn wir hier kurz hierauf gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Hause einladen. Nee, ist das Gleiche. So. Ja, die Cindy kommt gleich rüber. Die muss scheinbar auch nicht arbeiten. So, Chantal ist ja bald fertig. Die schicken wir gleich weg. So, Kevin, der kann hier erstmal die gute Cindy begrüßen. Und Chantal, ich würde sagen, da gehen wir hier nochmal Richtung Strand. So, ist denn hier der gute Hausbesitzer da? Hierhin gehen mit Justus, nein. Ist die denn völlig bescheuert? So, hierhin gehen. Lass die beiden Liebenden mal in Ruhe. So, gucken wir mal eben ganz kurz. Guck, die steht da schon wieder bei. Die stört ja gar nicht, die Alte. Ach, guck mal, wir kriegen Blumen von der Cindy. Händchen halten. So, und du solltest eigentlich abdampfen. Oh, tut mir ja schon leid, ne? Hier, guck, hast du jemanden zum Unterhalten? Bitte zusammen abzuhängen. Ah, romantisches Interesse, ja. So, dann können wir hier nochmal ein Küsschen. Und dann wollte ich nochmal was ausprobieren. Ah, guck mal. Die passen auch viel besser zueinander zusammen, ne? Hier, guck dir die doch mal an, hier, die Chantal. So, was will sie jetzt schon wieder? Die Party crashen oder was? So, was soll das denn? Haut die ab? Oh. Na super. Ich habe gerade erfahren, dass die Chantal so am Stinken ist. Dass die nicht am Stinken, sondern... ach, eine Ohrfeige hat die bekommen. Nein, die ihm gegeben. Ach, und deswegen haut die Cindy ab. Muss die OP. So, wo haben wir jetzt die Kohle herbekommen, frage ich mich gerade. Okay, Betrüger. Ja, folgender Ruf. Verlogenes Verhältnis, gemeines Lama, ja, ja. Was für eine Tragödie. Chantal Fletcher hat Kevin Meyer dabei erwischt, sie zu betrügen. Eine flatterhafte Liebe vergisst man nicht so schnell. Ach, sind die jetzt nicht mehr zusammen? Kevin Meyer hat seine vierte Verabredung mit Cindy Gedeke. Wenn es zwischen den beiden gut läuft, erleben sie noch viel besondere Momente zusammen. Chantal hat ihre Hand erhoben und Kevin Meyer geschlagen. Diesen Moment werden beide näher. Hat es eine schwere Explosion gegeben. Michael war sofort zur Stelle, um die Verletzten zu evakuieren und unter Einsatz seines Lebens beim Löschen des Brandes zu helfen. Alle sind Michael unendlich dankbar und er wird befördert. Ach, deswegen auch die Kohle. Ja, super. Jetzt ist er nicht mehr Latrinenputzer, sondern Kantinenkraft. Ja, Wahnsinn. Und der kann ja auch kochen, das ist ja gut. So, Tagewerk vollbracht. Sehr gut. Die hängt jetzt wirklich mit dem Zeitungsmädchen ab. Ich fasse es nicht. Ich wollte nur, dass sie abgelenkt ist. So, können wir nicht Pizza bestellen? Schon wieder? Objekt kaufen, tragbares Gnupp-Set. Ja, warum nicht? Justus Meyer streicheln. Okay, dann machen wir den Film mal weg. Und das Streicheln rein. So, dann gucken wir gerade nochmal. Können wir die nochmal vielleicht einladen, nach Hause einladen. So, Chantal, und du kannst eigentlich mal was futtern, genau.
So, die Cindy, die kommt aber auch gleich wieder rüber. Das ist ja schon mal sehr löblich. Ah, guck mal hier, das Zeitungsmädchen. So, die Cindy ist da zum zweiten Mal heute und es ist ja auch schon erst schon 12 Uhr. So, und danke für die Kohle, Michael, ne? Du bekommst hier auf jeden Fall Provision, wenn es um die Geschenke geht. Da stellen wir dir nochmal was schön ins Zimmer. So, also, dann wollen wir nochmal ganz kurz hier einladen, an Gespräch teilzunehmen. So, er hat ein bisschen Hunger. Dann hol dir doch mal was zu essen. Nimm dir mal einen Teller. Und danach kümmerst du dich halt um die. Angesprochen werden. Ja, da muss er jetzt erstmal noch mal ein bisschen warten. So, wo ist denn der Michael? Ach so. Der macht ein kleines Nickerchen. Soll es ihm auch gegönnt sein. So, wie sieht's denn mit dem Gustav eigentlich aus? Karriere? Ah, guck mal, es steigt auf jeden Fall. So, warten wir erstmal, bis das bis das mit dem Chef einschleimenden fertig ist im grünen Bereich. Und danach kümmern wir uns dann um den Spaß. So, ba. Nein. So, dann ess mal schnell fertig, denn da wartet jemand auf dich. So, das muss auch reichen. Lass den Rest stehen, deine Ex wird sich drum kümmern. Steht da jetzt auch Ex? Freundin. Unbeliebt. Geschwisterliebe halt, ne? So, können wir uns um sie mal kümmern? Guck mal, die Cindy, die Chantal, die macht hier noch eine Kissenschlacht, hält hier die anderen von der Arbeit ab. Um Kissenschlacht bitten. Schon wieder. So, dann können wir hier mal romantisch flirten. Zusammen romantisches Foto aufnehmen. Ah ja, das ist aber lieb. So, dann machen wir ein schönes Bild. Ach, guck mal, die Kohle kommt hier reingeflattert. Gustav hat sein Tagewerk vollbracht. Und er wurde auch befördert. Mhm. Das Bild kommt dann neben das Bett hier. So, er ist nun Berichteerfasser. Ach, guck mal hier. So, also sind wir richtig reich. Oh, Chantal hat Kevin angeschrien. Er ist ein epischer, deckenerschütternder Schreiwettbewerb, den keinen von beiden hat auch nicht so... Oh Gott, oh Gott. Okay. So, dann können wir hier eigentlich nochmal romantisch... nochmal... verliebt umarmen. So, jetzt kann sie auch hier Fernsehen gucken. Dann können wir romantisch. Ach, das haben wir schon. Die hockt da jetzt gerade so doof. Pflicht einfordern. Durch Null dividieren. Was ist das für ein Blödsinn? So. Geheimnis verraten. Ja, keine Ahnung. Langweilig. Um Kissenschlacht bitten, ne? Komm hier, die Cindy. So, dann steht die wenigstens wieder auf. Dann haben wir da vielleicht mal wieder ein paar mehr Sachen, mit denen wir interagieren können. So, romantisch. Verliebt umarmen. Und am besten auch nochmal Blumen geben. Und ein kostbares Rosa. Das Einzige, was nichts kostet. Gut. So, Michael ist am Arbeiten.
Gustav, der muss erstmal eine kleine Pause machen. So, dann können wir eigentlich für die Chantal... Können wir eigentlich mal kurz schauen, ob nicht ihr Freund mal da ist? Bei dem waren wir jetzt doch länger nicht mehr. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist denn der noch? Da. Ist niemand da, ne? Tobias ist gerade nicht da. Können wir sie nicht abstellen, dass sie hier warten soll? Hier hingehen. So, dann können wir hier auch endlich mal das Mädchen wieder ihre Arbeit machen lassen. So, und dann schauen wir hier vorne mal wieder rein. So, ja, die sind ja lieb zueinander. So, freundlich. Möchtest du hier übernachten? Mal gucken, was er antwortet. Es sieht gut aus, ha? Kevin übernachtet bei Cindy. Okay, ich dachte, sie übernachtet hier. Bei ihm zu übernachten, also das Spiel weiß auch nicht, was Sache ist, ne? Die Luft duftet frischer, die Vögel zwitschern und du tänzelst auf Zehenspitzen, als ob du gleich abheben würdest. Die Verabredung war unglaublich. Danke für die Einladung, ich freue mich wirklich darauf, bei dir zu übernachten, das wird toll. Hm. Das Mädchen ist ja schon wieder hier. So, freundlich. Dann können wir noch mal mehr. Nach Tag fragen. So wie dann Chibado. Weil ihr Bande klein und so. Bettbesitzverhältnisse. So. Da können wir nicht viel machen. Ein Techtelmechtel. Ach, guck mal. In der Dusche. Ich meine, warum bis zur Nacht warten, ne? Ist 18 Uhr. Was? Zu Kitten? Ah. Oh. Wäre das sonst eine Dreiecksbeziehung oder wie? Ach so, hat sie jetzt Schluss gemacht? Ah, dann müsste hier ja jetzt auch Ex-Freundin stehen. Kevin hält. Gustav hält Kevin für unverzeihlich unhöflich. Ich halte den für einen Spießer. Nein. So, irgendwie wurde nichts aus dem Techtelmechtel, habe ich das Gefühl. Techtelmechtel mit. Und vielleicht sollte das Kind erstmal rausgehen. Ja, sie hat sich von Kevin getrennt. Oh, sie scheint irgendwie ein bisschen abgeneigt zu sein, hä? Was ist denn nun los? So, dann müssen wir wohl doch erstmal nochmal ein paar Komplimente machen. So, hier. Dann nochmal freundlich. Geschenk geben. Ein Kochenband 1. Das ist immer so das beste Geschenk für Frauen. Ein schönes Kochbuch. Was, ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Siehst du, es funktioniert doch. So, versuchen wir es nochmal hier. Techtelmechtel mit. Aber die will irgendwie nicht. Nee, irgendwie mag sie noch nicht. Spezial. Stubenhocker, Nerd, Computerfreak. Können wir eigentlich nochmal nachfragen, aber sie will ja eigentlich übernachten, ne? Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht. So, freundlich.
Romantisch. Machen wir nochmal ein paar Komplimente. So, und dann wird nochmal geknutscht. Und geflirtet. Und Händchen gehalten. Irgendwie will sie nicht mehr. Was ist denn los mit ihr? Hunaka. My bone. Yort. Borg. Circula. Nikmish. To be fixed. Aber die Cindy hat als Merkmal Hass die Natur. Also so schlecht passen die gar nicht zusammen. Aber irgendwie ist es gerade zu viel des Guten. Und diese Cora ist immer noch hier. Also ich weiß ja nicht, ob die Eltern sich Sorgen machen. Oje, oje, oje. Also ich würde sagen, wir schmeißen die Cindy mal raus. Ja, der Kevin hat auch nicht mehr so viel Energie. So, komm, weg mit dir und dann kannst du nämlich mal pennen gehen. Morgen wird ein harter Tag. So, schlafen. So, Gustav ist auch schon wieder im Bett. Sehr gut. Jetzt macht der eine Kissenschlacht mit der. Über schmutzige Toilette beschweren. Ja, dann putzt du doch selber. Chantal, ey. Apropos, dann kann man hier eigentlich nochmal so ein paar andere Sachen machen. Was ist denn das? Ein kaputter Kratzbaum. 30 ersetzen, ja, okay. Kann man machen. Wer hat das Ding denn zerlegt gehabt? So, dann können wir hier nochmal aufräumen. Säubern. So, hier geht nichts. Alles klar. Extrem im Bett von Kevin schlafen. Also, das Bett hat sie verloren bei dem Schlussmachen. Ach komm, Blödsinn. Wir haben hier doch ein paar Stühle und ein paar Sessel, wo sie die ganze Nacht sitzen kann. So, und vielleicht sollte mal jemand das Kind nach Hause schicken. So, machen wir das dann auch nochmal. So, und dann können wir gerade nochmal schauen. Also, bei der Karriere beim Gustav. Die sind ja jetzt, der ist ja auch befördert worden. Also, Chefsache, Kollegen. Da müssen wir dann halt mal am Wasserspender mit dem Kollegen nochmal reden. Dann haben wir bei dem Michael Athletik. Ja, bau die Fähigkeit Athletik weiter aus, um diese in dieser Karriere voranzukommen. Das müssen wir dann auf jeden Fall nochmal machen. Ein Pferd! Ein Einhorn! Nö. So spannend ist es dann doch nicht, ne, dass man dafür wach werden muss. So, ja, super. Und das Kind, alle sind am Schlafen und das Kind steht jetzt hier. Anstatt einfach mal selber zu gehen. Na, wenigstens putzt sie die Zähne. Na gut, lassen wir das Kind einfach mal hier. Und machen wir hier nochmal ein Päuschen, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann morgen Abend zur nächsten Folge, wenn ich schaffe, bis morgen Abend. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Wäre super. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.